was geht ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Wir befinden uns gerade in Fort Lauderdale. Das ist so eine Stunde ungefähr von Miami entfernt. Und werden uns hier jetzt gleich mal... werden uns jetzt hier gleich mal mit Charlina treffen. Die ist nämlich ausgewandert nach Fort Lauderdale bzw. Miami. Mit ihrer Family, glaube ich, zusammen. Dann fahren wir die Stunde nach Miami. Da war ich nämlich noch gar nicht gewesen und gucken uns, glaube ich, South Miami an. Das ist so, weiß ich nicht, da soll es wohl so eine Strandpromenade sein, wo alle so ein bisschen rumflexen und ja, checken einfach mal zusammen Miami aus. Also wir treffen uns jetzt erstmal mit Charlina und dann geht's weiter. Oh, sogar mit Lederjacke. Sogar mit Lederjacke. Ja, so heiß. Ich sterbe. Na? Alles gut? Ja, bei dir? Du musst dich jetzt kurz vorstellen. Hi. Ich bin Charlina. Zieh die Schultern hoch. Wie alt bist du? Warum wohnst du in Miami? Ich werde bald 21. Und dann kannst du auch feiern gehen hier, ja, endlich. Endlich. Das ist so nervig. Nochmal ein zweites Mal volljährig werden. Ja. Ja. Ich bin vor 6 Monaten hergezogen. Warum? Weil ich keinen Bock mehr auf Deutschland hatte. Mir ist hier einfach besser gefällt. Das Wetter, von den Leuten, der Vibe ist anders. Ja, nee, mein Vater ist vor 5-6 Jahren hergezogen. Und seitdem hatte ich halt Bock herzukommen. Hast du in der Zeit den immer nur besucht hier? Ja. Also in den 5-6 Jahren? Ja. Und da hast du dann gemerkt, so hättest du auch Bock? Ja, ich habe immer, wenn ich hier angekommen bin, habe ich mich voll zu Hause gefühlt. Okay. Wenn ich dann wieder in Deutschland war, war ich so... Die ganzen Almans. Grau, ja, ja. Alle ziehen ein Gesicht. Ja. Auch dann in der Bahn. Jeder guckt nur auf sein Handy. Niemand redet miteinander. Und hier so viel. Also deshalb fährt man Motorrad in Deutschland und keine Bahn. Aber ja, gut, da warst du. Du, ein Jahr fährst du jetzt, wa? Ja. Und das ist jetzt eine R7 von deinem Kumpel ohne Cut und ohne DB-Killer, wa? Obwohl der SC Project hat eigentlich nie einen DB-Killer, glaube ich, wa? Ey, der Boden vibriert wirklich davon. Das ist so krass. Wie tankt man hier? Zeig mir mal, wie ich tanken muss. Drücke ich jetzt hier rauf oder was? Ich kann eine Karte reinstecken, glaube ich. Ich mach's halt, ich zahle halt immer bar drin. Ja, ich würde auch bar drin zahlen. Ja, okay. Aber kann ich jetzt einfach lostanken? Nee, nee, man muss erst drin zahlen. Erst zahlen und dann tanken? Aber ich weiß doch gar nicht, wie viel reinkommt. Ja, das musst du halt immer abschätzen. Boah, irgendwann was ist das denn, ey? Ja, was denkst du denn? Guck mal rein. Mach einfach 10, 50 Dollar. Also bei seiner mache ich jetzt auch 10 Dollar. Oh, guck mal, wie knapp das war gerade. Holy shit. Ey, jetzt nicht fürs Video, aber ihr Frauen klemmt euch doch die Leggings in den Arsch rein, oder? Ja. Ja? Ja. Echt, macht man das so? Also was heißt... Ich nehm's trotzdem ins Video. Nein. Safe hat ihn das sexuell erregt. Also sagen wir so, man macht mit Absicht so hoch, dass es dann halt so aussieht. Ey, eigentlich müsste ich ja auch voll was essen hier noch, wa? Was gibt's denn da? Oh, die sehen ja überhaupt nicht einladend aus, die Dinger. Alter, das sieht ja auch übelst eklig aus. Ist das geschimmelt hier? Oh, einfach geschimmelt da oben. Ja, der ist einfach immer noch am Bezahlen, holy shit. Nee. Ja, kein Wort verstanden. Krumm oder gerade? Okay, nehmen wir die mit. I would like to charge 12 bucks on the 10. And the banana and the Arizona. How much? 13,70. Ich hab's. How much? $13.76. 14 irgendwas. 14? 13,70. 13 irgendwas. Gib einfach die 2. Sprachen lernen, Bubble. Ich hab die Nummer 9. Ja, da ist die Nummer 9. Wie? Hast du jetzt für ihn gecharged? Ich hab mich schon gewundert, warum du die 8 bist. Hä, wie bin ich denn auf die 8 gekommen? Und? Was hast du jetzt gemacht? Er hatte gesehen, dass ich die 9 habe und hat's geändert. Achso. Oh, kriegen wir das voll? Oh Gott. $1 noch. Ah nee, scheiße, ich habe ja $12. 40 Cent noch. Willst du noch 40 Cent Benzin? Mal gucken, ich glaube, ich habe auch zu viel. Die Profis. Oh. Die Gaffen. Giraffen? Giraffen? Die Gaffen. So, sag mal, ich merke mir kurz den Weg. Okay, kannst ruhig schneller scrollen. Ein fotografisches Gedächtnis? Ja.
Okay, da, der ist wichtig, dass wir da nochmal links müssen. Ist Miami nicht ausgeschildert? Klar, nach Miami würde ich den Weg so finden mit den Ausschilderungen. Aber das ist nicht... Wir sind jetzt im Ocean Drive. Okay. Und deswegen müssen wir halt genau den Exit dann nehmen. Okay. Da gibt es 4 verschiedene Exits. Du machst das schon. Für uns. Oh shit! Oh shit! Das war richtig knapp gerade. Alter, was geht hier ab? Die wollen mich da oben fahren. Die fahren alle so geisteskrank hier. Alter, der ist einfach rübergezogen. Und dann ist der andere einfach rausgefahren. Das Motorrad bewegt sich so komisch. Eisenplatten? Warte mal kurz. Alarm, Alarm. Ist nicht platt, oder? Okay. Hat sich übelst komisch angefühlt. Komm wir an, riecht gleich nach Weed. Ja, ich glaube nicht, dass es nach links geht. Da sind auch Cops. Also können wir nicht nach links. Alter, wie viel Polizei hier lang fährt. Oh Gott. Übelst hingepackt, die Oma. Everything alright? Was ist das? Versace-Haus. Das ist Versace-Haus, wo Versace gelebt hat und erschossen wurde. Ah, okay. 2 seconds later. Oh shit, wir werden von den Cops aufgeschrieben. I'll be back in a second. Ja, er wollte die abschleppen lassen. Echt, ja? Ja. Er meinte, ja, krieg jetzt ein Ticket. Er so, nee, alles gut. Oh, okay, chillig. Really? They won't let you park a bike? No, we gotta move it now. This is a bike place. Yeah, but not a motorcycle place. Oh, we gotta move? Okay, not even for a picture? Okay, der Struggle ist real, Alter, wenn man Thumbnails machen will. Ich glaube, er wartet jetzt auch die ganze Zeit da, bis wir weg sind. Wollen wir schnell eins machen? Und ich frag die hinter uns? Der ist da reingefahren. Hey guys, would you mind taking a picture of us? Yeah? Safe hat ihn das sexuell erregt. Ich würde dir voll gern so noch den Strand zeigen, aber ich glaube, wir werden halt die ganze Zeit angekackt von Polizisten, dass die Motorräder hier nicht auf dem Fußweg stehen dürfen. Wenn wir noch Volleyball spielen wollen, dann können wir jetzt zurückfahren. Ja, lass zurückfahren. Eine Stunde gefahren. Haben wir gut gemacht. Damit du Bolognese essen kannst. Und du dein Eis kriegst, ey. Vergiss das Eis nicht. Hier ist aber echt viel Polizei. Da ist auch schon wieder irgendwas passiert. Doch super schnell am Start hier immer. Ja, ich hätte auch keinen Bock, eine Jacke jetzt anzuziehen. Ja. Und dabei ist es ja nicht mal eine Protektorenjacke. Ja. Willst du die anziehen? Oh, ich klebe aber auch so. Oh ne. Ah ne, das geht nicht. Fahren wir los? Ja, wir probieren es mal. Soll ich Gentleman sein? Hier, komm. Oh, Bike kaputt. Danke. Hier, einmal Schnick, Schnack, Schnuck. Vorüber. Nein, ich dachte, man ist schön. Aber worum ging's? Hey. Really? Rock, paper, scissors? Yeah. For what? You wanna... I didn't even know. Okay. Turn the corner. Get the fuck out of here. Bike life, bike life. Bike life's here. Warte mal. Worüber haben wir das jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Du kannst doch nicht einfach Rock, Paper, Scissors machen und dann nicht mal um irgendwas. Ja, hast du doch gesehen, dass ich es kann. Auf jeden Fall schuldest du mir jetzt was. Darüber reden wir nachher nochmal. Kannst du deine Fußraste mal bitte einklappen? Hä? Magic! Oh shit! Oh shit! Komm, wir schließen das Video ab. Was denn? Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Ruhe. War sehr schön mit dir. Danke, dass du mir Miami gezeigt hast. War schön. Sehr schön. Bald wieder. Kann ich mich bald wieder besuchen? Oh shit! Ich dachte, du kommst dich in Berlin besuchen. Was ist los?
Warte mal. Digga, und jetzt stehe ich hier. Ey, wir müssen das Video abmoderieren. Und die letzten Worte hat wie immer der bezaubernde Tommy Schmidt. Ja, schön, dass du hier warst. Okay, checkt Charlina aus bei Instagram. Ich werde morgen zurückfliegen nach Berlin. War eine schöne Zeit hier gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns in alter Frische im nächsten Video wieder. Haut da rein. Bis dann. Tschüss. Yo, look, I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest, I have never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people.